kämpfen für euch. So, er muss. Katlia. Die traurigen Reste der Katlia. Das ist die letzte Armee, die sie haben. Die möchte ich noch eben besiegen. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt hinterher. Auf das Gelände unserer Gegner. Vernichtet sie! Eine sehr große Armee oder Flotte, die über zwei Ach. Oder mehr Einheitenstapel verteilt ist, kann unter uns. So, schau an. Wir kämpfen gegen die Katlia und gegen Unterstützungseinheiten aus Kolchis. Und wir sehen, Kolchis hat viele Fernkämpfer. Östliche Steinschleuderer und Plänkler-Kavallerie. Und, das sieht auch gut aus, ja. Bis zur nächsten Schlacht, die wir so spielen, warte ich mal, bis wir irgendwas richtig Wichtiges machen. Sehr gut. Ja. Ihr habt euren ersten Kampf gefunden. Nein, meine Liebe, es war nicht mein erster Kampf. So. Der Kollege ist weg. Wir haben viele Feinde gefangen. Die könnte man tatsächlich mal versklaven. Die haben zurzeit eine hohe öffentliche Ordnung und die bringen ordentlich Kohle, die Sklaven. Ich erwarte eure Befehle. So, die feindlichen Armeen sind deutlich geschwächt und wir ziehen uns gleich zurück. Um diese Armee erstmal zu stärken. Und hier bauen wir mal. Oh, jetzt haben wir mögliche interessante Möglichkeiten. Das Musterungsfeld oder das Ausbildungsfeld. Werkstatt. In diesem Tab könnt ihr oder wir warten, bis wir die Holosideros-Kaserne bauen können. Gegenüber euren Gegnern verschafft. Zu euren Diensten. Ich guck mal ganz kurz in die Enzyklopädie. Total War Rome 2 verfügt über eine Enzyklopädie-Funktion, ja, die ausführliche Informationen zu allen Aspekten des Spiels, wie Einheiten, Gebäuden, Technologien und dem Spielverlauf enthält. Darauf kann über das entsprechende Feld in der oberen linken Ecke der Kampagne. So, den Techbaum von Pontos wollte ich schon immer mal oder angucken. Über das Fragezeichenfeld in der oberen rechten Ecke der meisten Fenster. Ach, das ist nur das. Ich dachte, die Gebäude hier mit zusammenhängen. Dann gehen wir mal auf Gebäude. Das heißt, diese Holodesideros-Dingsbums. Kaserne. Achso, das ist überall klar. Ach ja, stopp, stopp. So. Das sind diese Nebensiedlungen. Hafen. Militär. So. Dann zeigt mir das mal an. Ausrüstung. Rekrutierung. Da ist sie. Periökenlager. Das heißt, wir brauchen dafür ein Musterungsfeld. Alles klar, danke für die Info. Bei zu großer Unzufriedenheit so. Das ist in zwei Runden fertig und diese Technologie in einer Runde. Gut. Dann weiß ich ja schon mal. So, wir haben noch 1600 Märkte und Häfen, Goldstücke übrig und wie kann ich kompostieren? Hier haben wir schon 2 von 3 nötigen Wachstumspunkten, um hier mal die nächste Stufe zu bauen. Vielleicht könnten wir dann irgendwie einen entsprechenden Hof bauen oder so. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Wir kämpfen für euch. Junge, ihr kämpft alle für uns. Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf. Die dritte Armee ist zurzeit zwar im Zentrum. Wird sich aber ja schon bald im Osten befinden. Die könnte man umbenennen, aber das gucken wir uns dann mal an. So. Ich denke, wir schicken diese Armee schon mal durch das Gebiet unseres Verbündeten. Hä? Ach Quatsch, das ist doch erlaubt. Entschuldigung, Trapezos, das wusste ich gerade nicht. Umfasst mehr als Bündnisse. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Seht ihr? Immer noch plus 144. Wir können ja versuchen, dass... Seid gegrüßt, Freund. Das. Oliven? Militärische Zugriff wäre ein Vertrauensbeweis zwischen zwei Fraktionen. So. Ja. Gut. Sirakien. Ich grüße euch im Namen meines Gefürchteten. Unter dieser Option immer mal wieder probieren. Ja, ich weiß.
Ich werde euch die Ehre erweisen, euch. Gut. So, dann würde ich sagen, das Geld, was ich jetzt noch übrig habe, das spare ich mal für diese große griechische Stadt, die wir hier haben. Die bringt nämlich die Möglichkeit, dass wir es aufrüsten können. Und dann auch ein bisschen mehr Provinzordnung haben vielleicht. Und zurzeit sieht es ja gar nicht gut aus hier. Steuern, Sklaven, Instabilität, kulturelle Unterschiede. Und wir brauchen auch dringend irgendein Gebäude, was die Kultur sich hier in Richtung unserer hellenistischen Fraktion entwickeln lässt. Ich erwarte eure gut. Söldner? Nein, Söldner brauchen wir noch nicht. Du bleibst erstmal da stehen und beobachtest, was hier passiert. Wir könnten auch zur Unterstützung des Ganzen den Spion erstmal kurz abziehen in dieser Ecke. Wie kann ich euch dienen? Und der hat ja eine sehr hohe Reichweite, den stellen wir erstmal hier hin. Wie ihr befehlt. Da kommt er schon an. Und hat eine sehr hohe Reichweite, wie gesagt. Da sind noch Reste der Truppen, die werden bis dahin aber wieder aufgerüstet sein. Die können wir noch nicht sehen und die auch noch nicht. Dann gehen wir mal näher ran. Und der Champion von Trapezunt. Oh Gott. Die Belagerung zur See läuft immer noch. Und ich sehe hier das verräterische Zeichen. Aha. Verschleiß. Interessant. Und sonst? Nee, die werden aufgerüstet. Also die haben genug Geld, weil gerade eben hatte der andere Gegner ja kaum noch Geld. Wie kann ich Pontos? Um eine gesamte Einheit. So, weiter geht's. Das ist doch sehr entspannt, wenn das nicht alles angezeigt wird. Ich könnte mir vorstellen, die Schlachten gegen Kolchis noch automatisch zu machen und dann die Schlacht gegen die letzte Fraktion, die wir gerade eben mit den großen Armeen gesichtet haben, die dann mal so zu spielen, weil ansonsten würden wir es wirklich auch gar nicht schaffen, die zu besiegen. Und dann können wir mal eine richtig große Masse an pontischen Peltasten einsetzen. Das wäre doch mal eine geile Sache. Wir könnten noch mal in Sinope eine größere Flotte aufstellen. Nur so für alle Fälle. So. Ihr habt Technologie erforscht. Bald gibt's doch nicht. Ihr euren Rivalen Makedonien, ihr wurde auch schon zerstört. Donnerwetter. Forschung abgeschlossen, sehr gut, unzufriedene Bevölkerung in Kaukasien, ja, ich weiß. So, aber erstmal bilden wir das hier aus und, ups, bauen ein oder zwei Schiffe. Eure Befehle, mein Herr. 7 Runden, bis sie vollständig verstärkt, Sonderwetter. Schnelle Schiffe mit Wurfspeereinheiten. Bonnische Peltasten, genau das, was wir brauchen. So. Flottenansicht. Nein, keine Schiffssöldner. So, hier ist eine Einheit oder eine ganze Armee. Und er, guck mal. Ah, die haben sich weggezogen. Wo sind die denn jetzt hin? In Bewegung. Ich bin bereit. Spüren hier mal rum. Die sind ja an der Grenze, haben die Krieger oder was? Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen, die Chance. Direkt drauf. Zack. Wir werden diese Siedlung für euch einnehmen, mein Herr.
Ach du Scheiße. Wo sind. Ah, die können eingreifen. Upsi. Dann, ziehen wir uns mal schnell zurück. Zurückfallen! Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Wie kann ich Pontos dienen? Und der Kollege kann auch schon mal an die Grenze sich bewegen. Nächste Runde ist die auch verstärkt. Und ich mache hier an diesem Punkt erstmal Schluss. Das war ja gerade ein bisschen peinlich hier. Ich werde dann demnächst den Angriff auf Kolchis leiten mit zwei Armeen gleichzeitig. Und wenn Kolchis besiegt ist, wenden wir uns dann zum Schluss hier noch gegen Gabala, welches in Hand von Ardahan ist. So. Bis dahin mal wieder viel Vergnügen beim Spielen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.